30 Jahre Ortsgruppe Dägerloch, was für eine lange Zeit. Vieles passiert und hat sich verändert seit dem Gründungsjahr 1894. 1894, vorletztes Jahrhundert, das war noch die Kaiserzeit. Zwei Weltkriege, Weltwirtschaftskrisen, Inflation, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung, neue Krisen und Kriege, Naturkatastrophen, ganz aktuell Klimawandel. 130 Jahre Alpverein in Dägerloch. So. Einfach näher ran. Ein Anlass zum Rückblick, zur Freude, aber auch und gerade zum Dank. Zum Dank an all jene Frauen und Männer, die in den zurückliegenden Jahren, in guten und in bösen Zeiten, in Krieg und Frieden, sich selbstlos und uneigennützig als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Dienst unserer guten Sache stellten. Das war jetzt ein wörtliches Zitat von Rolf Schmid aus der Chronik 100 Jahre Ortsgruppe Dägerloch. Man kann es nicht besser ausdrücken, weshalb ich mich diesen Worten aus vollem Herzen anschließe. Und so darf ich Sie alle, liebe Dägerlocherinnen, liebe Alpvereinsfreunde, liebe Ehrengäste, die Sie unserer Einladung heute Vormittag zu diesem kleinen Festakt gefolgt sind, ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders freut uns, dass Dieter O. Schmid, der Bruder von Rolf Walter Schmid, seine Nichte ist noch nicht da. Kommt noch. Ja, einfach, dass Familienmitglieder da sind, das freut uns besonders. Und alle anderen Gäste sind in dem herzlichen Willkommensgruß eingeschlossen. Als Rolf Walter Schmid 1977 die Nachfolge von Karl Melold antrat, seinem Mentor und väterlichen Freund, war er mit seinen 27 Jahren der jüngste Vertrauensmann im Alpverein. Und er war Vertrauensmann im wahrsten Sinne des Wortes und hat die Dägerlocher Alpvereinsfamilie in über 40 Jahren ganz wesentlich geprägt. Heute stehen wir nun vor dem Dägerlocher Rathaus und bringen unseren Dank an unseren unvergessenen, so verdienstvollen Ehrenvorsitzenden Rolf Walter Schmid zum Ausdruck mit dieser Gedenkbank. Sie wird bald enthüllt, Rolfs Schwätzbänkle. Hinter diesem Titel verbirgt sich nur ein kleiner Aspekt seines Wesens, nämlich der, dass er sich Zeit für die Menschen genommen hat.
Wo immer man ihm begegnete, er wusste zu jedem Thema etwas zu erzählen, war aber auch ein guter Zuhörer und Ratgeber. Er kannte seine Dägerlocher Albvereinler fast alle persönlich und mit Namen. Er war ein Gentleman der alten Schule, hatte meistens eine Rose für die Damen dabei. Seine hervorragende Allgemeinbildung, sein umfassendes Wissen in Geschichte und Landeskunde sowie seine Gabe zur freien Rede bleiben unvergessen. Ebenso wie seine zahlreichen Kunstreisen ins In- und Ausland und seine DIA-Vorträge zu Jubiläen von großen Dichtern und anderen Persönlichkeiten. In den Genuss dieser Vorträge kamen nicht nur die Mitglieder des Dägerlocher Albvereins, er war gern gesehener Referent bei den kirchlichen Frauenkreisen, sowie zum Beispiel bei Urlaub ohne Koffer in unserem Waldheim. Die drei Grundsäulen des Schwäbischen Albvereins, Natur, Heimat, Wandern, insbesondere aber die Pflege des Brauchtums und der Mundart, lagen ihm sehr am Herzen. Deshalb gibt es bei der Dägerlocher Ortsgruppe seit Jahrzehnten 2 bis 3 Mal im Jahr einen Mundartabend. Rolf Walter Schmid war es auch, der zusammen mit dem damaligen Volkstanzleiter Wolf Wager und der Freiwilligen Feuerwehr Dägerloch Hofeld den Dägerlocher Maientag ins Leben rief. Die jetzige Tanzgruppe gründete sich 2010 aus Anlass des 60. Geburtstags von Rolf Walter Schmid, um ihm, dem Volkstanzbegeisterten, eine Freude zu machen. Anfänglich tanzte er noch mit und das ist auch der Grund für die kleine Überraschung, die im Anschluss folgen wird. Ich darf nun im Namen des gesamten Vorstands und aller tüchtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen meinen besonderen Dank unserem Bezirksvorsteher und dem Dägerlocher Bezirksbeirat unterbreiten für die positive Begleitung und Unterstützung dieses Vorhabens. Es war ein langer, manchmal auch etwas verwirrender Weg durch die Verwaltung und jetzt sind wir sehr erleichtert und auch ein bisschen stolz, dass diese Bank hier steht. Wir hoffen, dass sie vielen Menschen ein angenehmer Platz zum Ausruhen oder für ein Schwätzchen mit Freunden sein wird. Danke nochmals an alle Beteiligten. Jetzt spricht unser Bezirksvorsteher Colin Heinze noch ein paar Worte zu Ihnen. Ja, liebe Frau Lott, vielen Dank für die freundlichen Worte. Lieber Herr Manghardt, lieber Dieter O. Schmid, liebe Vorstandsmitglieder, liebe Mitglieder des Schwäbischen Albvereins, lieber Friedrich Haag als örtlicher Landtagsabgeordneter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr mit Ihnen hier heute 130 Jahre Ortsgruppe Dägerloch zu feiern. Und trotz der regierenden Eisheiligen sind wir hier trocken und mehr als sonnenverwöhnt, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Der heutige Tag steht mit der Einweihung der Wandertafel zum Fleggeweg und der nun anstehenden Einweihung der Gedächtnisbank für Rolf Walter Schmid ganz im Zeichen des Schwäbischen Albvereins und des Ehrenamts. Es geht also auf der einen Seite um Feiern. 130 Jahre sind schon ein Wort. Ich denke, das hat hier in der Runde noch niemand geschafft. Ich definitiv nicht. Die Dägerlocher Sektion ist damit so alt wie fast so alt wie der VfB. Die ersten Winnetou-Bücher von Karl May, der Bund Deutscher Frauenvereine für ein bürgerliches Wahlrecht beider Geschlechter, die Labour Party im Vereinigten Königreich, das Patent des Dieselmotors, der Schrei von Edvard Munch, die Tower Bridge oder das Olympische Komitee der Neuzeit. Also eine tolle Reihe, in der sie sich dort eingliedern. Der Verein hat in diesen 130 Jahren unglaublich viel geleistet. Intensive Arbeit, die immer dem Bezirk zugute kam. Ein stetiger Mitgliederzuwachs mit herausragenden 669 Mitgliedern 1970. Da war fast jeder 20. Dägerlocher Mitglied im Schwäbischen Albverein. Das muss ich mir vorstellen.
einem riesigen Umzug zum damaligen 100-jährigen Geburtstag und beispielsweise auch das eben schon gewürdigte Engagement rund um den Flaggeweg. Im Vordergrund steht dabei natürlich das Engagement für die Mitglieder. Sie pflegen Traditionen, sie regen zu Bewegung an, sie sorgen für Gemeinschaft. Genau so soll es sein. Es geht aber auf der anderen Seite heute auch um das Gedenken, um die Würdigung eines großen Degerlochers, um Rolf Walter Schmid. Ich habe ihn selbst leider persönlich nie kennenlernen dürfen, aber wenn man hier wohnt, kannte man ihn natürlich unweigerlich, auch ohne ihn getroffen zu haben. Vor Ort war er als humorvoll, hilfsbereit und zuvorkommend bekannt. Mit ihm gemeinsam habe ich das Verwaltungsstudium. Er trägt zu Recht die Ehrenmünze unseres Ortes. Als langjähriger Vertrauensmann und Ehrenvorsitzender des hiesigen Schwäbischen Albvereins hatte er das Motto der Vereinigung Natur, Heimat, Wandern schon fast als seine Lebensphilosophie adaptiert. Kein Wunder bei über 50 Jahren Mitgliedschaft. In diese Zeit fällt die Etablierung des Degerlocher Maientags, wie gerade schon von Frau Lotz so schön erwähnt und ausgeführt, Austausch mit norwegischen Partnergruppen, viele Wander- und Studienreisen ins Ausland und vor allem die Einweihung der Alten Scheuer 2001. 1996 wurde er sogar Vorsitzender des GAUS Stuttgart, hat also sein Engagement, seine Arbeit nochmal ausgeweitet. Bis ganz zuletzt war er in vielen dieser Strukturen aktiv, wenn auch etwas zurückhaltender, bevor er 2021 im Alter von 71 Jahren zu früh verstorben ist und auf dem neuen Friedhof die letzte Ruhe gefunden hat. Eine beeindruckende Lebensleistung, ein Leben für das Ehrenamt und für Degerloch, das gewürdigt werden soll. Unser gemeinsames Ergebnis ist die nun in, ich sag mal, gewissen Gestaltungsvorgaben gehaltene, weiß erstrahlende Gedächtnisbank, Rolf Schwätzbänkle, direkt hinter mir. Frau Lott kam im Rahmen der Sommertour des Oberbürgermeisters im vergangenen August auf mich zu und ich habe ihr sofort zugesagt, dass wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen. Bei Vereinsjubiläen ist es nämlich eigentlich so, immer im 25-Jahres-Rhythmus gibt es eine monetäre Vereinsgabe von der Stadt, je älter man wird, desto mehr Geld wird's. Zum 130-Jährigen gibt es aber natürlich leider nichts. Als Ausgleich gab es dann ein gewisses städtisches Engagement für diese tolle Idee. Bei 150 gibt es wieder was, ja. Der Kassier achtet da natürlich drauf. Nun steht die Bank hier, bald können wir auf ihr sitzen. In 9 Monaten haben wir das gemeinsam mit den städtischen Ämtern, dem Bezirksbeirat und natürlich ganz zentral dem Vorstand des Schwäbischen Albvereins gut gewuppt bekommen. Und jetzt im Gegensatz zu dem, was Sie gesagt haben, das ist eine lange Zeit, das würde ich sagen, dass das für städtische Bauprojekte schon eine Rekordleistung ist. Dafür und vor allem natürlich auch für die Finanzierung, die ja damit verbunden ist, dieses Objekts und den Einbau und die Pflege etc. Einen großen Dank an den Vorstand, an Frau Lott, Herr Manghardt vertreten für dieses Engagement. Bitte einen Applaus. Deshalb sind wir heute hier zusammengekommen und in seinem Namen und wie mir versichert wurde, auch in seinem Sinne, einen neuen Treffpunkt im Bezirk zu etablieren. Hier im Schatten des großen Weißen Hauses kann zukünftig an Markttagen eine kurze Pause eingelegt werden. Es kann ein lauschiger Sommerabend genossen werden. Es gibt eine Sitzgelegenheit bei Veranstaltungen. Im Spätsommer diesen Jahres werden wir mit Rolf Reile und dem zukünftig zugehörigen Brunnen auch einen anderen großen Degerlocher hier würdigen. Nun freue ich mich, die Bank gleich gemeinsam der Öffentlichkeit zu übergeben und wünsche trotz, wie ich gehört habe, ausfallender Wanderung einen tollen Vormittag mit anregenden Gesprächen und neuen Ideen, unseren Bezirk noch schöner zu gestalten. Dankeschön.
Frau Lott? Frau Lott? Du hast nur einen Schaffel, gell? Aber das Bedürfnis, den Freunden meines Bruders und Freundinnen ein großes Kompliment auszusprechen. Ich habe in all meinen 80 Lebensjahren keine Freundschaften erlebt, wie die meinem Bruder von Seiten des Schwäbischen Albvereins entgegengebracht worden sind. Und der heutige Tag ist eine Krönung. Und diese Krönung ist es würdig, den Freunden des Schwäbischen Albvereins wirklich zu sagen, das ist eine großartige Leistung, denn ich versuche seit meinem 80. Geburtstag ebenfalls ein Bändchen für die Dägerlocher unterzubringen. Bisher ist es mir nicht gelungen, habe aber jetzt die Zusage unseres Bezirksvorstehers, dass wir uns dann nach meinem Urlaub drum kümmern. Also ich möchte mich aus dem Stegrafhaus herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie gekommen sind. Und besonders möchte ich mich bei euch vom Albverein bedanken, denn ich habe in meinem Leben keine solche Freundschaften erlebt, wie ihr die meinem Bruder entgegengebracht habt. Dafür sei euch herzlich gedankt. Wenn er runterguckt, wird er sich über euch freuen. Er wird, wie Colin Hinze schon gesagt hat, morgen 74 Jahre wäre er geworden. Und er hätte sich gefreut. Ihr habt ihm eine Freude gemacht. Ihnen allen herzlich Dankeschön und noch einen schönen Tag. Danke. Ja, liebe Albvereinsfreunde, der Rolf ist mir genauso ans Herz gewachsen. Und ich glaube, schöner kann es nicht sein da oben, dass er zuguckt und die Tanzgruppe ganz spontan der Tänzle für ihn macht. Wir zeigen den American Express und dann haben wir uns ganz kurz entschlossen den Holsteiner Dreitor. Den hat der Rolf auch immer mittanzt. Und in Gedanken wird es ihn dann da an der Laufe sehen, wenn er mittanzt. Gell? Viel Spaß. Ja. Thank you.
Wie Gisela vorher gesagt hat, vor 10, 12 Jahren sind sie jetzt her, Rolfs 60. Geburtstag, hat man damals die Überraschung gemacht, die schwäbische Frosäs. Und da wurde ich gefragt, kannst du das einstudieren? Und ich so, ja, zum Rolfs Geburtstag schon gerne. Und dann waren diese Paare so begeistert vom Tanzen, dass wir in der Zwischenzeit 8 Paare sind und immer noch bestehen. Ist das nicht eine tolle Leistung? Wir sind natürlich auch alle, ich möchte sagen, in die Jahre gekommen, aber ein bisschen älter war der. Und immer wieder, ein bisschen, ja, immer wieder muss ich sagen, so wie man
mal 70, Ü 70 und so weiter ist, ist es gar nicht so einfach, sich die Reihenfolge zu merken. Wir machen jetzt heute nur 3 Tänzer, aber wir haben manchmal Auftritte, da sind 6 und 8 Tänze. Und das zu merken und die Reihenfolge ist ganz schönes Gedächtnistraining. Manchmal kann man nicht auf 18. Ja, aber es ist eigentlich der Spaß und das Miteinander. Und das hat Rolfs Bruder vorher auch gesagt. Es ist einfach die Kameradschaft, die Freundschaft. Die kann man mit nichts ersetzen. Also, uns macht's Spaß und ich glaube, solange wir es können, machen wir es auch. Wenn noch jemand Interesse hat, herzlich willkommen. Wir machen auch einfachere Sachen. Zum Schluss noch ein Schweizer Tanz, den Appenzeller Klatschwalzer. Herzliche Einladung, ein wenig, wer ist gesetzt oder ist gut oder bist du geweckt? Kommen Sie alle.